sind ja schon ganz locker aus St. Moritz hier begrüßt worden. Ich freue mich, dass neben mir sitzt am Mikrofon Dieter Thoma. Ja, hallo. Herzlich willkommen, Dieter. Und wir schauen zunächst mal auf den Sprung eines Mannes, der fast aus Ihrem Jahrgang stammen könnte. Das ist Takanobu Okabe. 41 Jahre alt, also dass der hier dabei ist, das gleicht für mich einem kleinen Wunder. Ja, das ist sehr lustig. Also ein Jahr jünger, wir haben viele Jahre miteinander gesprungen und er kann einfach nicht aufhören. Es ist ja auch schön, wenn man ein Hobby hat, was ihm so viel Spaß macht. Und in Japan geht das, da wird es über die Firmen finanziert. Und ja, eine ganz tolle Sache. 5 Weltcup-Siege hat er in seinem Leben erreicht.